nein. Oh, jetzt geht er schon hin. Ach komm, du sollst das Fragezeichen nehmen, du Dusel. Danke. Also ich muss ja hier rüber, okay. Junge! Sag mal, willst du mich verarschen? Endlich habe ich dich. Ja. Oh Gott. Oh, hör auf zu lachen, bitte. Das ist unglaublich. Das ist das verheißene Land, nach dem der Präsident gesucht hat. Warte, eben kurz was eingießen. Aber ich werde der sein, der es bekommt. Immer die Haare richten. Irrtum, alter Mann. Dieses Land gehört niemandem. Hier wird die Versöhnung stattfinden. Alle werden hierher kommen. Ich frage mich, werden wir es dafür sehen? Es ist ziemlich lustig, dass wir alle gleichzeitig hier sind. Wir müssen rüber, solange es windstill ist, sonst werden wir weggefegt. Sephiroth. Oh. Oh mein Gott. Was ist denn mit denen? Vor die Lemminge. Sind ja wirklich vor die Lemminge. Oh, okay, das war ein Crit.
Nahton. Ende. Du hast recht. Mein Körper hat seine Aufgabe beendet. Oh Gott. Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. Unser Ziel ist es, die schwarze Materie zu unserem Meister zu bringen. Er ist entkommen. Der Genovas Zelle trägt. Meister? Natürlich. Ja, so mehr Schaden. Schoko? Das macht einfach mal null Schaden. Ramu. Jetzt so 200 oder was? Natürlich darfst du was fragen. Außerdem hast du es soeben getan. Nein, aber du darfst gerne noch eine Frage stellen. Was muss man in Spiel haben, um gestreamt zu werden? Meinst du jetzt bei mir? Also, damit ich das streame? Oder... Danke, dass ich fragen darf. Sehr gerne.
Aber meinst du, ob wann das bei mir gestreamt wird oder allgemein? Generell. Jemand, der das streamen möchte. Und es darf nicht gegen die TOS verstoßen. Also gegen die Terms of Service von Twitch. Aber ansonsten nur jemand, der das spielt und streamen möchte. Welche Spiele meinst du damit jetzt direkt, die nicht geeignet sind? Also grundsätzlich kann jedes Spiel gestreamt werden. Außer, wie schon gesagt, es steht halt bei Twitch selber auf der Blacklist. Also so diese Hentai-Spiele zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Ich meine das anders. Ja, dann steht die Frage. Ghost zum Beispiel. Du meinst Ghost of Tsushima? Was ist damit? No, Barrett! Sag mal, könntest du jetzt mal aufhören und uns auch mal machen lassen? Deine Frage so stellen, dass ich die auch verstehe. Hör doch auf. Achso, hast du gesagt, es eignet sich als Streamprojekt? Warte, du hast gefragt generell. Also bin ich davon jetzt ausgegangen, dass es auf der Twitch-Plattform ist. Vergiss es bitte. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Also, um ein Spiel auf Twitch zu sehen, muss es halt von irgendjemandem gestreamt werden. Es gibt relativ wenig Regeln dafür. Das Einzige ist, es darf nicht gegen die Terms of Service verstoßen. War nie da und hab nie gefragt. Jemand, du bist merkwürdig. Aber trotzdem, ob ich jetzt ein Spiel streame oder nicht, das hängt ganz davon ab, ob ich zum Beispiel Spaß mit dem Spiel habe. Weil wenn ich keinen Spaß habe, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Und dann macht das dann ist das relativ witzlos. Aber das habe ich jetzt nicht so verstanden. Wenn ich das jetzt richtig lese. Und ja, du hast gesagt, du warst nie da und hast nie gefragt. Das ist mir gerade egal, weil du hast gefragt. Ich habe die Frage komplett blöd gestellt. Ungenau. Ich würde nicht sagen blöd, ungenau. Aber ging es jetzt darum, was ein Spiel haben muss, damit ich es streame? Hör doch einfach auf, bitte.
Ansonsten probier's nochmal. Was muss ein Spiel haben, damit es für einen Stream geeignet ist und nicht als Let's Play? Das kommt ganz darauf an, was du als Streamer erwartest von dem Spiel. Theoretisch, es muss ein Spiel sein, was nicht gegen die TOS verstößt. Aber... Oder meinst du, was muss ein Spiel haben, damit möglichst viele Zuschauer da sind? Also, was muss ein Spiel haben, damit man möglichst viele Zuschauer damit auf seinen Channel bringt? Weil geeignet ist erstmal grundsätzlich jedes Spiel. Grundsätzlich. Was du dann am Ende halt erreichen möchtest, dann ist es wieder abhängig. Auch wie muss es von der Länge sein? Völlig unterschiedlich, je nachdem, was du als Hauptfokus in deinem Stream hast. Du kannst ja so endlos Spiele spielen, die einfach nie zu Ende sind. Wie Minecraft oder Fortnite oder so. Das sind so Spiele, die haben kein Ende in dem Sinne. Sind, finde ich, absolut geeignet, um gestreamt zu werden. Du hast Spiele wie Abzu, die gehen 2 Stunden. Die sind absolut geeignet, um gestreamt zu werden. Zuschauer, wann streamt es, ein Release oder später? Kommt ganz darauf an, was du für ein Streamer bist. Bist du ein sehr, sehr großer Streamer, wirst du meistens sogar dafür bezahlt, ein Spiel direkt zu Release. Achso, um Zuschauer zu ziehen. Okay, also, bist du ein großer Streamer, dann ist es auf jeden Fall immer gut, ein Spiel direkt zu Release zu spielen, weil die meisten wollen das gucken und du bist schon groß und dementsprechend kannst du denen dann direkt was Neues bieten. Bist du ein kleiner Streamer, normalerweise, gerade wenn du Zuschauer ziehen willst, spiel nicht direkt an Release. Niemals, weil die sind alle bei den großen Streamern. Da kommt keiner zu dir. Als kleiner und mittlerer. Also, Spiele zu Release würde ich, um Zuschauer zu generieren, nicht machen. Nein. Gerne so 2, 3 Monate später, wenn das so ein bisschen abgeflacht ist. Aber nicht zu Release. Jedenfalls nicht, wenn du Zuschauer ziehen möchtest. Welche Spiele geeignet sind, um Zuschauer zu ziehen? Alles, was gerade gehypt wird. Aktuell ist es Fall Guys, absolut prädestiniert dafür, um Aufmerksamkeit zu generieren für deinen Content. Langzeitspiele, die immer ziehen, wie Minecraft, wie World of Warcraft, wie Fortnite, weiß ich gar nicht, ob das immer noch so aktuell ist, aber PUBG oder Tarkov. Fall Guys, was du nie anspielst, richtig. Richtig, aber du musst auch immer, also Fortnite zum Beispiel, ja, also die Sachen, FIFA, die Sachen, wo die im Trend liegen, das, was viele Leute gucken, aber das Wichtige ist, du musst schauen, dass du ein Spiel findest, was zwar viele Leute gucken, was aber wenige Leute streamen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du nicht nach einer halben Stunde scrollen irgendwo unten ankommst, sondern wo du Leute eben auf deinen Channel ziehen kannst. Aber wenn du jetzt ein Streamer bist, der eben wirklich groß werden will, dann solltest du auf jeden Fall Spaß haben an deinem Stream, an deinem Spielen. Was immer zieht, ist eigentlich Just Chatting, grundsätzlich. Und man muss halt gucken, okay, was ist gerade im Trend und mit dem Trend gehen. Da sind wir wieder bei EA. Warum? Warum sind wir da wieder bei EA? Egal. Auf jeden Fall, also um Zuschauer zu ziehen, nimm ein gehyptes Spiel, was aber wenige Leute streamen.
Skyrim zum Beispiel ist so ein Oldtimer, den kann man immer spielen und kriegst immer neue Leute, weil das eben so ein Spiel ist, was ultra viele Leute gerne gucken, aber es wird aktuell nicht mehr viel gestreamt. Wer denn nicht streamt, macht hier keine Konkurrenz, keine Angst. Es geht hier gar nicht um Konkurrenz oder so. Warum sollte ich davor Angst haben? Wenn ich. Also, ich weiß ja nicht, was du glaubst, aus welcher Intention ich streame. Ich glaube, da besteht ein Missverständnis. Weil Konkurrenz wäre es, wenn ich davon abhängig wäre, was hier in diesem Stream passiert. Bin ich aber 0, gar nicht. Das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, meine Miete, meine Versicherungen bezahlen kann, mein Auto bezahlen kann, etc. etc., mache ich mit meinem ganz normalen 40-Stunden-Job. Das hier, was ich hier mache, ist reines Hobby. Dass sich das Hobby nebenher so ein bisschen selber finanziert, mega nice, aber absolutes Hobby. Klein, aber gut, schätze ich dich ein. Ich bin eine Mikrobe. Ich bin nicht mal mehr klein. Klein, also kleine Streamer sind Streamer, die so zwischen 50 und 200 Zuschauern haben. Wir knacken selten die 10. Ich bin eine Mikrobe. Gut. Liegt in dem Auge des Betrachters. Aber wenn du das siehst, dann freut mich das. Dann freut mich das wirklich, weil dann weiß ich, okay, ich mache was richtig. Aber wenn ich, also wie schon gesagt, wenn ich hier jetzt wirklich das Ding groß aufziehen wollen würde, würde ich viel mehr Community-Sachen machen, also Sachen, wo wir gemeinsam was spielen. Bin ich eher aber nicht so der Typ für. Würde ich getrennte Games spielen, die aber weniger gestreamt werden, also so Sachen wie zum Beispiel Minecraft oder World of Warcraft, dann würde fast das ausschließlich hier laufen, damit ich darüber die Leute halt ziehen kann. Und ich würde wahnsinnig viel mehr über Social Media machen, um von dort aus die Leute dann rüberzuziehen. Und ich würde hier wahrscheinlich nicht ungeschminkt in einem hochgeschlossenen T-Shirt sitzen. Das auch. So. Hier nur was zählen. So ist das also. Die Wiedervereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst, es war gar nicht Sephiroth, dem wir auf den Fersen waren? Ich erkläre es später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf, Sephiroth zu besiegen. Aber Sephiroth ist. Er ist hier. Der echte Sephiroth ist direkt da. Es ist boshaft und grausam. Aber es setzt eine Stärke, eine, was, eine starke Wille im Inneren der Wunde des Planeten frei. Da passt doch wieder was mit der Übersetzung nicht. Wir haben die schwarze Materie wieder. Die schwarze Materie ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch Sephiroth besiegen. Wir sollen die schwarze Materie nicht länger behalten. Warum geben wir sie jemandem zum Aufbewahren? Wir sollten die schwarze Materie ja nicht länger behalten. Warum geben wir sie nicht jemandem zum Aufbewahren? Sephiroth, was für ein Irrer. Die schwarze Materie geben? Nein. Sei vorsichtig, Cloud. Wie wäre es, wenn du die schwarze Materie behältst? Ich glaube nicht, dass ich. Ich will nichts mit der schwarzen Materie zu tun haben. Ich und schwarze Materie? Das passt einfach nicht. Nein, nicht die schwarze Materie. Also kann ich sie nur Red geben. Ich soll die schwarze Materie an mich nehmen? Okay, ich verstehe. Cloud, gibt es niemanden,
Ich verlasse mich drauf. Gib es niemandem. 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 Komme ich hier jetzt wieder weg? Los, suchen wir Sephiroth. Wir gehen zuerst. Ihr bleibt hier und haltet Wache. Ich bewache die schwarze Materie, egal was passiert. Ich bleibe hier. Folge du, Sephiroth. Vertrau mir, Cloud. Okay, okay. Ich würde mich gerne mal so komplett heilen, ne? Puh. Okay, Barrett ist gestorben, aber ansonsten geht's uns gut. Das heißt, wir nehmen einmal Phoenixfeder. Sehr gut. Dann speichern wir hier. Den mache ich Schluss für heute. Didu. Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank für heute. Für eure Unterstützung. Und ja,